Also, pass auf, es war so, ne? Wir sind mal geflogen nach Hause von, ich glaube, es war ja von Bangkok nach Frankfurt sind wir mal geflogen. Und dann war das so, da hatten wir nämlich so Stewardessen und die sahen alle aus. Moment, das muss erzählt werden. Diese Geschichte muss erzählt werden. Wir waren also in diesem Flieger und die Stewardessen waren super unfreundlich. Die sahen alle aus wie schrumpelige alte Handtaschen, die man irgendwas mit Solarium gekratzt hat. Also die hatten so eine ähnliche Frisur wie du heute. Hatten sie auch. Und ganz ehrlich, die waren schon an sich super ätzend. Und du hast da gesessen mit so Sitzen, wo du dann... Ich hätte gern ein Glas Wasser. Halt's Maul! 12 Stunden Flug, weißt du, muss man dazu sagen. 12 Stunden auf beengtem Raum, weißt du, so richtig die Beine in das Ohr geklappt. Aber was noch geiler ist, wir haben unseren vorigen Flieger verpasst. Das heißt, wir mussten jeder 500 Tacken ausgeben, waren mega schlecht gelaunt. Können wir später erzählen. Jetzt erstmal ganz kurz, ganz wichtig. Und dann sind wir so geflogen, 12 Stunden lang. Und der Sarazar, wenn der lange Zeit nichts zu tun hat und sich nicht beschäftigen kann, der wird unausstehlich. Also wirklich unausstehlich. Also das ist eine Katastrophe, diese kleine Diva. Und dann fängt er an, immer so, dann wie so ein Kind sucht er dann immer wieder Spiel. So, weißt, dann kommt er immer so an, macht immer irgendwas. Und dann hat er dann irgendwann, ich weiß gar nicht, was er alles gemacht hat, irgendwie mit versucht, so ein Handtuch rüber zu werfen und bla, so eine ganzen Geschichten. Und dann hat er irgendwann so ein, hat mal gegessen. So ein, das ist die Zwangsköstliches, sorry, Freunde. So ein köstliches Essen gab es dann da. Natürlich so ein köstliches Air Berlin-Essen, weißt du, bestehend aus einer alten Schuhsohle und ich glaube, da war noch ein Stück Haut von der Stewardess irgendwie. Und war köstlich. Und ein Frischhaltetuch. Und Frischhaltetücher, die nach Zitrone gestunken haben. So nach richtig war es dir voll gut gerochen. Und jetzt, ich wollte nur, dass die einer mal das Gesicht wäscht. Und jetzt ging mir der Sarazar schon so auf den Sack, weißt du, der Timmo hat neben ihm gepennt, der andere Superhomie, und der Sarazar war halt unbeschäftigt. Und dann ging mir die ganze Zeit schon auf die Eier. Obwohl, nee, eigentlich gar nicht. Wir hatten eigentlich Langeweile, wir haben noch so lustige Sachen. Ja, wir haben gemacht, spricht der Kapitän. Ja. Wir haben also so hier spricht der Kapitän, wir müssen kurz zwischenhalten an der Aral-Station. Wir haben kein Benzin mehr, vielen Dank. Und da haben wir schon die ganzen anderen Leute, die ganzen anderen Passagiere mal super abgefuckt. Alter, die waren auch so abgefuckt. Und dann fing der Sarazar auf einmal an, irgendwie ständig bei mir so rumzuschlawenzeln und hat dann irgendwie mir irgendwann dieses komische Zitronentuch so voll ins Gesicht gedrückt, mein ganzes Gesicht damit eingeschmiert, weißt du, und da kriegst du natürlich auch immer den Agro-Klaus. Ja, du hast mir das dann zurück ins Gesicht geschmiert. Ich hab das dann... Und genau in dem Moment kam die Stewardess vorbei und denkt, was geht denn bei dem ab, dass wir einfach so die Gäste da mit... Und dann kommt die alte Schrumpel-Oma an, ne? So die alte Handtasche, die sowieso so scheiße war die ganze Zeit. Und meint dann, wenn wir landen, kann ich aber gerne mal die Männer mit der weißen Weste berufen. Alter, da ging mir so auf den Sack. Ja, können sie gerne machen, wenn wir irgendwann mal landen in ihrer Scheißkiste. Und dann irgendwie, ja, da kann ich ja auch die Polizei rufen. Alter, ey, das sind so die Momente, da würdest du am liebsten so, weißt du, das Tablett, was du hast, Züger, das hier, einfach so, weißt du, ganz ja, ehrlich. Ich hab's auch nicht gecheckt, glaube ich, dass ihr Freunde war. Alter, die war so. Ey, das gibt's gar nicht. Der belästigt die Gäste und steckt die nämlich. Ey, die Alte habe ich so gefressen. Das war eine Katastrophe. Jetzt am liebsten mit dem Kopf einfach so in die Büse rein. Weißt du? Mit der Polizei oder so, sich direkt die Leute aus der Zwangsjacke. Dann wollt ihr ehrlich beim Bodenpersonal? Ich glaube, hätten wir noch weitergemacht, hättet ihr das gemacht. Das wäre mir scheißegal gewesen. Dann wäre der Gronkh heute nicht ihr, sondern Ehrenanstalt. Nee, da wäre ich ja geflüchtet, da habe ich ja schon Erfahrung. Ach so, ja, seit Edna bricht aus. Seit Nightmare aus, seit Edna bricht aus. Ja. Da habe ich ja inzwischen, hätte ich wahrscheinlich noch einen Film drehen können. Ja, das ist die Zwangsjacken-Story. Jetzt habt ihr sie gehört? Jetzt wisst ihr Bescheid. Das war die Zwangsjacken-Story und Alter, diese Stewardess. Wenn ich die irgendwann mal, aber die würde gar nicht erkennen. Ich würde wahrscheinlich sagen, oh, schöne Handtasche. Nee, eigentlich nicht, das war eine hässliche Handtasche. Die würde ich auch nicht mehr erkennen. Ich weiß nicht mehr, wie man die duftet. Der klebst ein Lacoste-Schild an die Wange, dann kannst du ihn ins Schaufenster stellen. Alter, ganz ehrlich. Die Story war zwar total super, aber wir haben echt ein Zeitproblem inzwischen.